Leute, ich wurde letztens gehackt, ne? Hast du ein Tattoo bekommen, oder wie? Ich habe eine Nachricht auf meinem Computer bekommen. Die Leute wissen wohl, was ich im Web mache. Ich habe mir das aufgeschrieben. Hier steht das. Lieber Günhard, wenn Sie das Geld nicht bis nächste Woche rüberschießen, wird jeder erfahren, was Sie im Internat so inhalieren. Warte mal, du heißt Günhard? Ja. Ich dachte immer, du heißt Günther. Günther ist mein Spitzname. Was ist Günhard denn für ein bekloppter Name? Dafür würde ich dir auch hacken, du. Ich helfe dir gleich, Jürgen, Junge. Und wie sollst du das Geld übergeben? Sollst du ihm das Bar auf Kralle geben, oder wie? Nee, der will das als PayPal oder Bitcoin. Günni, du meinst Bitcoin. Ich will mit Falschgeld nichts an der Mütze haben. Das ist eine virtuelle Währung. Woher soll ich das wissen? Du musst dir bewusst sein, dass jeder im World Wide Web dir eine Wäsche will und die abziehen will. Ja, das sollen sie ruhig versuchen und kommen. Ja, haben die doch. Willst du damit nicht lieber zur Polizei gehen? Ja, war ich schon. Und wie lief das? Ja, schönen guten Tag, ich würde gerne Anzeige gegen Unbekannt machen. Ich werde seit ein paar Tagen erpresst und muss irgendwas bezahlen mit Bit in Coin oder sowas und ihre Kollegen konnten mir nicht weiterhelfen. Sie können jetzt hier auch nichts machen, oder wie? Kein Wunder, dass keiner mehr zur Polizei will bei so einem Saftladen hier. Zu meiner Zeit hat die Polizei hier noch festgenommen und sie pennen hier im Stehen im Schrank den ganzen Tag, oder was? Also erstens hören Sie bitte auf zu schreien. Und zweitens sind Sie hier bei der Post. Die Polizei ist zwei Häuser weiter. Ach so, das wusste ich nicht. Ich nehme noch ein paar Briefmarken mit. Leute, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich nicht mehr so sicher. Schönen guten Mahlzeit, die Herren. Ist der Bengel gerade aus einer Kiste gestiegen, oder was? Das sah so aus, ne? Bist du nicht ganz dicht, oder was? Da sind meine Decken drin. Sieh zu, dass du deine Käsestelzen da rausnimmst. Darf ich den Herren vielleicht unser neuestes Produkt vorstellen? Zieh durch, Junge, wir sind zeitig. Mit NordVPN erhalten Sie den höchsten Schutz im Internet, den wir Ihnen bieten können. 24/7 Kundensupport, 6 Geräte gleichzeitig, risikofrei und eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und als nächstes sagen Sie mir, das funktioniert auch noch in China, oder was? Vollkommen richtig, der Herr. Das Ganze funktioniert auch im Ausland. Ebenfalls erhalten Sie eine doppelte Verschlüsselung für erhöhte Anonymität. Warte noch? Schauen Sie eventuell gerne Netflix? Noch nicht, aber eventuell überlege ich mir das noch. Kommt drauf an, was Sie mir jetzt hier auf der Stulle schmieren wollen. Mit NordVPN können Sie Ihre Lieblingsserien weiterhin im Ausland genießen. Nicht, dass ich wieder bei dem Bitcoin blechen muss. Bitcoin genießen. Und wie komme ich dahin? Einfach nordvpn.com/varion oder Varion als Coupon nutzen und schon sind Sie da, meine Herren. Was ist Varion denn für ein bekloppter Name? Was kostet der ganze Alter? Mit dem Rabatt können Sie sich einen 3-Jahres-Plan mit 70% Rabatt und einen kostenfreien Monat besorgen. Noch Fragen? Nein? Gut, falls ja, wenden Sie sich bitte nicht an mich, die Herren. Komische Bengel. Pass auf meine Decken auf, sag ich dir. Ja, Günni, und wie willst du das jetzt machen mit dem Betrüger? Wir könnten doch zusammen hin und dem Bengel die Kohle geben. Wie meinst du? Ich sag ihm, wo wir sind, er kommt da hin, ich gebe ihm die Kohle und fertig. Günther, du hast da schon wieder so wenig Ahnung von, lass uns das lieber machen, du. Sonst endet das wie beim letzten Mal, als du Praktikum bei der Polizei gemacht hast. Ja, jetzt warten wir den ganzen Tag, oder was? Ja, Günther, genau. Ja, genau. Und wenn einer vorbeikommt? Ja, und dann halten wir die Person natürlich an. Dann wird angehalten. Und denn? Und dann fragst du nach einem Führerschein. Führerschein. Und wenn die Person den Führerschein nicht dabei, kann ich rumballern. Einfach los, ballern. Natürlich nicht, Mensch. Man kann den Lappen nachreichen. Und wenn er dann nicht vorgezeigt wird, dann wird aber geschossen. Kann ich jetzt zum Test mal schon ein bisschen rumschießen? Leute, ich wurde letztens gehackt, ne?